Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die Tarifanwendungsfälle gehen, kurz TAF oder TAF. Die Tarifanwendungsfälle sind ein Begriff, der in den letzten Monaten und Jahren in der Energiewirtschaft rund um das Thema Smart Metering schon immer mal so benannt wurden, halbwegs bekannt sind. Aber was steckt denn wirklich ganz konkret dahinter, dass eine bestimmte Anzahl von Tarifanwendungsfällen, zum Beispiel die Grundlage für die Zertifizierung von Smart Metern, also intelligenten Messsystemen und den Gateways, sind? Ich möchte mal ein bisschen darüber reden, was diese Tarifanwendungsfälle so machen, was dahinter steckt. Und was es eigentlich konkret auch so für den Alltag mit Smart Metern bedeutet. Also erstmal, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zur Vergangenheit, zur immer noch aktuellen Zeit? Wir haben klassischerweise ja einen Stromzähler, der einfach nur die Energiemenge, die durchfließt, misst und wiedergibt und dabei wenig Möglichkeiten für dynamische Veränderungen hat. Das Einzige, was wir kennen, ist die Umstellung zwischen HT- und NT-Tarifstufe. Dazu haben wir auch schon mal ein separates Video gemacht, wenn es zum Beispiel einen Nachttarif für zum Beispiel eine Nachtspeicherheizung oder Wärmepumpe gibt. Das Ganze soll mit dem Smart Meter ja natürlich deutlich, deutlich dynamischer werden und eine permanente Möglichkeit für Anpassung und Regulierung geben. Und deswegen kann ein intelligentes Messsystem, ein Smart Meter, in Zukunft relativ dynamisch auf verschiedenste Faktoren und Situationen im Markt reagieren und da vielleicht zum Beispiel in verschiedene Tarifstufen springen. Das Ganze basiert schlussendlich auf Basis von definierten Tarifanwendungsfällen, also eigentlich ja Szenarien oder Situationen, die ein Smart Meter einfach darstellen muss, weil mal definiert wurde, dass das Anwendungsfälle für Smart Meter sind. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat in einem Dokument namens Technische Richtlinie TR03109-1 unter anderem die Parameter für die verschiedenen Tarifanwendungsfälle definiert und auch noch mal eine genauere Beschreibung dafür einformuliert. Und schlussendlich gibt es auch noch jede Menge andere Dokumente, die so ein bisschen beschreiben, was die einzelnen Tarifanwendungsfälle so machen. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn wir das noch mal ein bisschen zusammenfassen, worum es da eigentlich ganz konkret geht. Für die jetzt bereits zertifizierten Smart Meter, intelligenten Messsysteme, die praktisch jetzt zum Start des Rollouts bereits parat sind, waren 4 der insgesamt 14 aktuellen Tarifanwendungsfälle notwendig. Also diese 4 muss dieses Gerät können. Und dabei handelt es sich um den TAF Nummer 1, 2, 6 und 7. Was machen die? Tarifanwendungsfall 1 heißt datensparsame Tarife. Das bedeutet schlussendlich, der Tarif soll dafür sorgen, dass möglichst wenig Daten übertragen werden. Das heißt, wir übertragen nicht alle 96 Einzelwerte im Tagesverlauf, weil jede Viertelstunde ist einmal gemessen und dementsprechend für jede Stunde 4 und für jeden Tag 96 Werte, sondern wir summieren die einzelnen Messungen so lange, bis wir sie gemeinsam verschicken können, zum Beispiel monatlich. Einmal im Monat die Übertragung der Energiemenge des finalen Zählerstands, der dann aber auch die Summe bzw. das Saldo von mehreren verbrauchenden und einspeisenden Zählern sein kann. Also so eine Art wie Summenzähler. Und der wird dann eben nur einmal im Monat ausgelesen, weil das einfach reicht. Das ist also ein Tarifanwendungsfall, der hier gefordert ist. Das ist die Nummer 1. Tarifanwendungsfall Nummer 2, TAF 2, ist der zeitvariable Tarif. Und das kann man jetzt ganz genau mit HTNT vergleichen, wie ich es ja eingangs schon mal erwähnt habe. Hier soll also der Smart Meter in der Lage sein, über den Tagesverlauf hinweg einfach regelmäßig in verschiedene Tarifstufen zu springen, weil um bestimmte Uhrzeiten meinetwegen bestimmte Preise am Markt verfügbar sind und genau diese sollen dann ja auch genutzt werden und dementsprechend soll zum Beispiel auch die weitere Steuerung des Smart Meters, nämlich das Anschalten von irgendwelchen Geräten, genau in einer bestimmten Tarifstufe nur stattfinden, sodass die Waschmaschine nachts angeht oder was auch immer. Das ist ja so dieses typische Beispiel aus der Vergangenheit, was da immer beworben wurde, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir nachts Waschmaschinen laufen lassen, einfach schon mal wegen der Geräuschbelästigung und auch weil die Möglichkeiten damit wirklich Geld einzusparen, weil nachts der Strom billiger ist, sind bei Haushaltsverbrauchsmengen von meinetwegen 2000 Kilowattstunden am Ende des Jahres gar nicht so viel. Da hat man nicht genügend gespart, um
die Belastung, den weniger bestehenden Komfort des Nachts diese Geräte laufen lassen, irgendwie wirklich mitzunehmen. Ne? Das lohnt sich einfach bei einem normalen Haushaltsverbraucher gar nicht. So, das waren die ersten beiden Tabs für die Smart Meter Gateways der heutigen Generation. Die weiteren beiden, einmal die Nummer 6, Abruf von Messwerten im Bedarfsfall. Und das bedeutet genau das, was der Name andeutet, wenn man unerwarteterweise Energiemengen braucht. Zum Beispiel, weil es einen Umzug gab, Lieferantenwechsel, Wechsel in die Grundversorgung oder was auch immer, dann brauchen wir Energiemengen, die wir praktisch jetzt ziehen wollen. Und deswegen sind die Smart Meter in der Lage oder müssen für die letzten 6 Wochen immer tagesscharf Zählerstände parat halten und die in einem besonderen Speicher auch ablegen. Der Smart Meter kann zwar grundsätzlich Energiemengen auch in der Vergangenheit noch halten, weil die ja auch dann vielleicht noch irgendwann mal zur Sicherung ausgelesen werden, wenn es einen Systemfehler auf dem Server oder was auch immer gab. Aber für explizit die letzten 6 Wochen müssen in einem bestimmten Speicher die Messwerte vorhanden sein und dann eben jeden Tag der Messwert, der jetzt über 6 Wochen alt ist, wird wieder gelöscht, sodass man hier für eben genau diesen Tarifanwendungsfall Nummer 6 die Messwerte immer genau parat hat. Der TAF Nummer 7, Zählerstandsgangmessung, ist eigentlich so das, was wir hauptsächlich mit den Smart Mietern verbinden. Der Zählerstandsgang ist eine lückenlose Reihenfolge von Zählerständen. Also für Viertelstunde 1 haben wir diesen Zählerstand, für Viertelstunde 2 haben wir diesen Zählerstand. Also auch so eine Art Zeitreihe, wie wir es schon mal in einem anderen Video besprochen haben. Und der Zählerstandsgang, vergleichbar mit dem Lastgang, der ja die Lasten, die Leistungsgrößen pro Viertelstunde darstellt, ist der Zählerstandsgang, also Zählerstand für Viertelstunde, Zählerstand für nächste Viertelstunde, Zählerstand für nächste Viertelstunde. Und im Bereich dieses TAF 7 wird also diese lückenlose Reihe von Zählerständen über den Zählerstandsgang ausgelesen und muss zur Verfügung gestellt werden. Diese vier sind die Grundlagen für die Smart Meter Gateways der ersten Generation, die jetzt also praktisch zum Start da sein sollen. Gleichzeitig hat PPC, Power Plus Communication, die waren diejenigen, die auch als erstes zertifiziert wurden, schon gesagt, sie wollen relativ zeitnah 2020 drei weitere Tarifanwendungsfälle zur Verfügung stellen. Das sind die Nummer 9, 10 und 14. 14 ist übrigens ein neuer, der ist noch gar nicht so lange bekannt. Nummer 9, ist Einspeisung einer Erzeugungsanlage. Das ist schlussendlich das Live-Auslesen von einer Einspeiseanlage, was vor allem ja für Stabilität und Steuerung von intelligenten Netzen interessant wäre und wichtig wäre, weil wir dann eben wirklich echte, ja, Live-Sensorik an Erzeugungsanlagen fernauslesbar haben. Und das ist, denke ich, relativ sinnvoll im Sinne eines Smart Grids. Genauso auch ergänzt sich hier die Nummer 10, TAF 10, Abruf von Netzzustandsdaten, ist schlussendlich auch ein Smart Grid Monitoring. Also das eine, wie gesagt, bei Nummer 9 die Erzeugungsanlagen und bei Nummer 10 die Netzzustandsdaten, die wir hier live auslesen wollen und eben gebrauchen können, wenn es darum geht, da eine Live-Sensorik auch für weitere Prozesse und Datenverarbeitungen zur Verfügung zu stellen. Und das neue TAF Nummer 14 heißt hochfrequente Messwertbereitstellung für Mehrwertdienste und ist am Ende des Tages nichts anderes als die Disaggregation von Daten. Heißt, die Datenströme, die da herumgeschickt werden in Zeitreihen, in Summenzeitreihen und was auch immer, werden eben wieder disaggregiert, also wieder auseinanderklamüsert, könnte man sagen, und schlussendlich aufgeschlüsselt, je nach zeitlicher Auflösung, um daraus dann wieder Schlüsse ziehen zu können, zum Beispiel über das Verbraucherverhalten, was ja interessant sein kann für den Verbraucher oder seinen Berater. Das heißt, es ist vor allem ein Mehrwert für den tatsächlichen Verbraucher, für den Nutzer, für den normalen Haushaltskunden, weil er eben seine Daten ordentlich aufgeschlüsselt bekommen kann und die zum Beispiel dann eben über das Internet oder sein Handy oder was auch immer genauer anschauen kann. Diese 7 sind jetzt also die Haupttarifanwendungsfälle, die jetzt am Anfang erstmal da sind und notwendig sind. Aber was sind die 7 weiteren? Dazu nur ganz kurz. Die Nummer 3, lastvariable Tarife. Da geht es schlussendlich darum, dass man bestimmte Lastschwellen hat, und dann praktisch in eine nächste Tarifstufe wechseln könnte. Das ist vor allem interessant für große Gewerbe- und Industriekunden, die zum Beispiel einen größeren Maschinenpark haben und dann über den Zeitverlauf hinweg mal verschiedene Lasten, also Leistungsabfragen im Strombereich haben, weil bestimmte Maschinen weniger Last verursachen, bestimmte Maschinen sehr viel Last verursachen. Und dann möchte man eben je nach Überschreiten einer Lastschwelle in einen anderen Tarif überspringen und das kann man hiermit eben sicherstellen. Die Nummer 4, verbrauchsvariable Tarife, eigentlich das gleiche, nur eben für Verbrauchsmengen. Das heißt, man hat Mengenkontingente, bestimmte Menge von
Kilowattstunden. Und wenn diese Menge überschritten ist, dann kommt man in den nächsten Tarif, in die nächste Tarifstufe. Und damit kann man eigentlich das, was Ähnliches machen. Man sorgt eben dafür, eine bestimmte Energiemenge ist hier besonders günstig eingekauft gewesen und dementsprechend günstig auch im Tarif. Und die nächste Energiemenge ist halt eben etwas teurer oder so was Ähnliches. Die Nummer 8, TAF 8, Erfassung der Extremwerte für Leistung. Da geht es darum, dass die Minimal- und Maximalleistungen in einem bestimmten Zeitraum gemessen werden, was einerseits wieder für das Überschreiten oder Unterschreiten von Schwellwerten interessant ist, um damit eben auch wieder Tarifschwankungen, Tarifmöglichkeiten zu geben. Das heißt zum Beispiel, ein Unterschreiten einer bestimmten Menge würde ja bedeuten, wir haben eine Abnahmegarantie zum Beispiel. Wir sagen, der Kunde nimmt eine Mindestmenge Energie immer ab und dafür geben wir ihm aber auch einen günstigen Preis, weil lohnt sich für uns irgendwie. Und wenn er es unterschreitet, dann kommt er in einen teureren Preis. Genau andersherum, er nimmt nie mehr als Menge X ab oder Last X ab. Und wenn doch, kommt er in einen neuen Preis. So können wir hier eben die Minimal- und Maximalwerte ganz gut messen und dann weiterverarbeiten. Die Nummer 11, Steuerung von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen, ist genau das, was der Name schon sagt. Hier soll auf Grundlage von irgendwelchen Events, also Ereignissen, die aus dem System kommen, vom Gateway oder von externen Marktteilnehmern, sollen hier bestimmte, einfach Schritte vorgenommen werden können. In dem Fall zum Beispiel auch das An- und Abschalten von den Geräten, von den Anlagen und von den Verbrauchseinrichtungen und dann eben das Aufschreiben vom Zeitpunkt und dem aktuellen Zählerstand, ne, damit man das genau abgrenzen und weiter verfolgen kann. Das ist ein weiterer Tarifanwendungsfall. Und der letzte in der Liste, nee, der vorletzte, TAF 12, Prepaid-Tarif, ist genau das, was der Name sagt, Prepaid. Genauso wie wir auch die alten Prepaid-Zähler schon kennen, hier wird halt vorher eine gewisse Energiemenge freigegeben. So, jetzt ist mir gerade das Video abgeraucht, mal wieder. Ich war gerade beim Prepaid-Tarif und das habe ich jetzt schlussendlich soweit erklärt, dass es also darum geht, dort zu sagen, wenn eine bestimmte Energiemenge, die vorher bezahlt wurde, überschritten ist, dann muss man eben wieder neu aufladen. Das ist jetzt eben alles ein bisschen einfacher machbar, übers Internet, über tatsächlich PayPal, Kreditkarte, was auch immer, aufzuladen und dann schlussendlich aus der Ferne gleich die nächste Freischaltung wieder zu haben. Und der letzte Tarifanwendungsfall, der noch fehlt, die Nummer 13, Letztverbrauchervisualisierung. Und auch das ist genau das, was der Name schon sagt. Hier geht es aber jetzt darum, dass man nicht mehr nur über die HAN, Home Area Network Schnittstelle, sondern auch über die WAN, Wide Area Network Schnittstelle auf die Daten zugreifen kann. Home Area bedeutet letztendlich Kabelverbindung an das Smart Meter und man hat, oder WLAN-Verbindung, und man hat dementsprechend auf dem Tablet in der Küche hat man seinen Energieverbrauch, den man dort sich anschauen kann. Wide Area Network, was dieser Tarifanwendungsfall ja sagt, ist jetzt aber, dass man eben auch aus der Ferne übers Internet, über irgendein Portal von seinem Energieversorger oder was auch immer auf die Daten zugreifen kann und die da weiterverarbeitet werden. Das ist dann eben noch der nächste und in dieser Liste dann auch letzter Tarifanwendungsfall, der noch gefehlt hat. Das sind also die 14 TAFs-Tarifanwendungsfälle, die jetzt aktuell im Gespräch sind. Die eingangs erwähnten 7 sind die, die jetzt tatsächlich aktuell am relevantesten sind. Die ersten 4 sind die, die notwendig sind zur Zertifizierung als Smart Meter Gateway Hersteller, als Hersteller von intelligenten Messsystemen. Und jetzt ist es natürlich interessant, was daraus tatsächlich so wird. Wir haben da ja jetzt verschiedene interessante und relevante und durchaus nützliche Anwendungsfälle gehört. Aber wann was tatsächlich zur Verfügung steht und was man dann auch tatsächlich damit macht, das ist dann tatsächlich die Frage der Energieunternehmen und von uns Kunden, weil wir natürlich auch schlussendlich sagen müssen, was wir wirklich wollen und was wir wirklich brauchen und was wir dann vielleicht auch für interessante Geschäftsmodelle da herum noch mit wahrnehmen würden. Das war es soweit zu den Tarifanwendungsfällen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den TAFs? Dann schreibt die unten in die Kommentare. Und ansonsten zeige ich euch hier noch das Video unter anderem zu HTNT und noch ein weiteres Smart Meter Video. Könnt ihr euch gerne anschauen. Dann liked das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.